Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche vom 17.09. bis 21.09.2018. Ihr seid auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers, mein Name ist Markus Klebe. Wir wollen wie gewohnt auf die Märkte DAX, S&P, Euro und Gold blicken, hier auf das Big Picture. Was könnte uns in der kommenden Handelswoche hier erwarten? Was hat uns in der vergangenen Wochenende oder in der vergangenen Woche die Märkte oder was haben uns die Märkte hier beschert? Das werden wir hier beleuchten, beschauen in dieser Trading-Wochenanalyse. Bevor wir starten, erstmal kurz der Blick hier auf den YouTube-Kanal, auf die Videos. Grundsätzlich wie in jedem Video hier der Hinweis, ihr könnt, wenn ihr möchtet, hier unten in der Videobeschreibung eben entsprechend, da sind die Märkte aufgelistet, über die ich spreche. Dahinter ist eine Zeitangabe und wenn ihr auf diese Zeit klickt, kommt ihr in dem Video zu der entsprechenden Analyse direkt hin. Also wenn ihr euch den DAX nicht anhören wollt und vielleicht nur den S&P oder nur den Euro, dann habt ihr die Möglichkeit, hier hinten einfach auf diese Uhrzeit zu klicken und ihr kommt, wie gesagt, in dem Video direkt zu der Analyse. Wir blicken vorab, bevor wir starten, auf den Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch. Achtet grundsätzlich darauf, dass ihr mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, an Ideen von mir gebe, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker natürlich habt, dann auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Und wir switchen, bevor wir mit dem DAX starten, kurz wie auch hier gewohnt jedes Mal auf die Wirtschaftskennzahlen für die kommende Handelswoche. Wir blicken hier am Montag um 11 aus der Eurozone auf den Verbraucherpreisindex, der, denke ich, nicht so kriegsentscheidend für Bewegungen am Markt sein sollte. Aber nichtsdestotrotz sollte man hier um 11 vielleicht etwas vorsichtiger sein. Wir haben dann hier die Zinsentscheidung aus von der Bank of Japan. Das ist für die Währungshändler hier vielleicht nicht ganz so unwichtig. Für uns hier als DAX-Händler, Euro-Händler könnte es hier am Mittwoch eventuell nochmal etwas interessant werden, wobei in der vergangenen Woche die EZB-Zinsentscheidung hier jetzt die Märkte nicht nennenswert bewegt hat. Der Euro hat ein wenig Bewegung aufgrund dessen gezeigt, der DAX etwas weniger. Aber hier Mario Draghi spricht am Mittwoch um 15 Uhr. Das könnte eventuell zu Bewegung führen. Also hier sollte man dann auch nochmals etwas vorsichtiger sein. Zinsentscheidung in der Schweiz, was jetzt hier ebenfalls für die entsprechende Währung nochmal wichtig ist. Und dann war es das eigentlich grundlegend. Wir haben hier in Kanada nochmal Verbraucherpreisindex, auch für die Währung eventuell wichtig. Aber für uns hier DAX, S&P, Euro und Gold sollte das jetzt nicht so kriegsentscheidend sein. Wir starten mit dem Blick auf den DAX, der uns, wir sehen es hier, diese graue Linie ist der Schluss der letzten Handelswoche und der Beginn der, der vorletzten Handelswoche, der Schluss und der Beginn der letzten Handelswoche. Wir sehen grundsätzlich, dass der DAX sich natürlich hier positiv entwickelt hat. Wir haben das in den täglichen Analysen immer wieder besprochen. Wir hatten am Anfang der Handelswoche erstmal nochmal neue Bewegungstiefs in Richtung 850. Ich bin hier zwischendurch dann auch nochmal davon ausgegangen, dass es eventuell etwas tiefer gehen könnte, denn wir haben es im DAX, um das Big Picture hier auch nochmal so ein wenig zu beleuchten, wir haben im DAX, ich schiebe das mal so ein Stück zusammen, wir haben die Jahrestiefs gar nicht so weit weg von diesen aktuellen Bewegungstiefs, die wir hier in der vergangenen Handelswoche nochmal leicht nach unten ausgebaut haben. Wir sehen, dass hier der 850er Bereich, beziehungsweise dann die 800 und 750, dass diese Kursbereiche im Prinzip hier schon mehrfach in diesem Jahr angetestet worden sind, gestartet mit dem Februar, mit dieser starken Abwärtsbewegung hier nach unten und dann infolgedessen nochmals zweimal der Test. Und jetzt sind wir ja schlussendlich, wir sind ja im DAX eigentlich charttechnisch, wenn wir uns das hier anschauen, abwärts tendierend. Der DAX hat aktuell, obwohl wir in der vergangenen Handelswoche aufwärts laufend waren, übergeordnet weiterhin eine Abwärtsbewegung inne und es ist auch ganz wichtig, das für die kommende Woche im Hinterkopf zu haben. Wir haben zwar, das werden wir uns gleich kurzfristig anschauen, definitiv auch Chancen, dass wir hier etwas weiter uns erholen könnten. Das wäre aber auch für die übergeordnete Abwärtstendenz nicht so nennenswert kriegsentscheidend. Das kann jederzeit immer wieder eintreten, dass wir etwas schärfer auf der Abwärtsseite uns bewegen. Ich zeichne das nochmal ein. Das ist ja hier schlussendlich die Abwärtsbewegung, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Wir haben hier ganz eindeutig fallende Hochs und wir haben schlussendlich jetzt auch hier fallende Tiefs. Und diese Erholung, die jetzt hier gerade stattgefunden hat, ich
male sie mal orange ein. Die läuft ja aktuell, und das war ja auch so ein Zielbereich aus der vergangenen Handelswoche, oder lief jetzt aktuell nur in diesen 130er, 150er Bereich, was lediglich eine Erholung an die alten Tiefs ist. Und diese Erholung auch definitiv, somit sind wir in der kommenden Handelswoche erstmal an einem richtungsentscheidenden Bereich hier um die Marke 130, 150. Es ist jetzt definitiv denkbar, dass es sogar relativ zügig gen Süden gehen könnte, aber da müssen wir uns noch ein paar andere Faktoren anschauen, die natürlich hier immer noch eine Rolle spielen. Aber rein charttechnisch sind wir weiterhin abwärts tendierend, und weiterhin ist es auch so, wenn wir gleich auf den S&P schauen, der zeigt ja genau ein umgedrehtes Bild. Der S&P ist nicht in der Nähe der Jahrestiefs, sondern der S&P ist in der Nähe der Jahreshochs. Ich habe mir das gerade mal ausgerechnet. Der S&P ist mit Blick auf die Jahresperformance des Marktes an sich gerade in etwa 7,5% im Plus, im Profit. Und der DAX ist auf Jahressicht aktuell in etwa 5,6% im Minus. Das ist schlussendlich eine Differenz von etwa 13%, die hier beide Märkte voneinander entfernt sind. Also wirklich eine starke negative Korrelation, die sich dann auch immer wieder am Markt widerspiegelte, bedeutete, wenn der S&P aufwärts tendierte, hieß das gerade auch in der vergangenen Handelswoche, wir haben auch im DAX zwar leichte Aufwärtstendenzen gesehen, aber mit Abstand, nicht in diesem Ausmaß, wie es der S&P gezeigt hat. Und sobald der S&P, das hatten wir in den letzten Wochen immer wieder so beleuchtet, und das ist auch nach wie vor so, sobald der S&P oder auch der Dow Jones nur an die Short-Richtung denkt, dann nutzte es der DAX teilweise auch in der Aufwärtsbewegung zwischenzeitlich immer mal wieder, nutzte diese Chance, um eben auch auf der Abwärtsseite zu pushen. Wir konnten auch auf der Abwärtsseite den einen oder anderen Trade platzieren, und selbst im S&P war es teilweise vergangene Handelswoche so, auch im Dow Jones, dass immer mal wieder etwas schärfere Abwärtsbewegungen aufgetreten sind, die aber schlussendlich trotzdem noch halbwegs einen sauberen Aufwärtstrend eben bereitgehalten haben. Aber es ist für uns nach wie vor, wie gesagt, ich will es nicht als Gefahr nennen, sondern schlussendlich ist es ja eine Chance auf der Abwärtsseite, dass hier natürlich, sobald die US-Märkte doch vielleicht erstmal wieder so ein bisschen kippen, vielleicht bauen sie neue Allzeithochs aus, kommen dann wieder so ein Stück zurück. Und dieses Stück zurück kann schnell dazu führen, dass der DAX hier ruckzuck wieder im 850er-Bereich ist oder eben auch hier charttechnisch einfach ganz sauber neue Bewegungstiefs macht. Und das kann natürlich auch passieren, wenn wir hier im DAX vielleicht erstmal noch ein, zwei Tage so ein bisschen weiter auf der Aufwärtsseite pushen, denn wir haben hier im Bereich um die Marke 200, 220 so das nächste Widerstandsniveau, was man jetzt hier auf dem großen Zeitfenster nicht so direkt erkennt, und dann kommt der nächste Bereich so in etwa 300. Das sind schon Bereiche, wir sind aktuell wie gesagt im Bereich 130, 150. Und wenn jetzt hier eben der Markt nochmal 150 Punkte steigt, ist das ja das mit dem übergeordneten Bild, selbst wenn dann die Abwärtsseite eventuell wieder eintritt und der Markt wieder auf der Abwärtsseite läuft, wäre das ja charttechnisch, wenn man sich auch die Vergangenheit hier anschaut, wirklich kein Beinbruch. Ja, das müssen wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Immer wieder die Abwärtsseite wirklich, sobald es pusht, auch denkbar zu handeln. Aber jetzt kurzfristiger Natur, erstmal so ein bisschen die Aufwärtsseite. Und dafür schieben wir das Bild nochmal so ein bisschen zusammen. Achtet, diejenigen, die sich diese Analyse jetzt anhören, sollten danach auch wirklich sich die S&P-Analyse nochmal anschauen. Denn da müssen wir dann genau drauf schauen, wann es dann eben gegebenenfalls zu eventuellen Schwächen im DAX kommen könnte, welche Szenarien im S&P eintreten können, um dann eben auch dafür zu sorgen, dass der DAX grundsätzlich nach unten geht. Wir haben uns, wie wir ja hier sehen, seit Mittwoch erstmal drei Tage lang grundsätzlich hier im DAX, nachdem wir nochmal diese Bewegungstiefs hier nach unten ausgebaut haben, erstmal jetzt nach oben gearbeitet und haben auch in der Nähe der Wochenhochs hier den Schlusskurs gefunden. Also erstmal alles positive Vorzeichen. Man darf jetzt hier allerdings auch nicht vergessen, ich habe jetzt am Wochenende gelesen, Donald Trump hat schon wieder so ein bisschen mit den Zähnen gerasselt bezüglich der China-Politik, bezüglich Strafzöllen. Also es kann durchaus sein, dass wir Montag vielleicht gleich diese Nachricht so ein bisschen negativer aufnehmen und eventuell auch ein etwas schärferes Gap auf der Unterseite sehen. Sollte das allerdings nicht stattfinden. Und wir haben für die kommende Handelswoche, ich habe das hier in der letzten Handelswoche schon so ein bisschen grau markiert, das ist so der Bereich um die Marke in etwa 12.050. Solange wir oberhalb dieses Bereiches bleiben,
auch wenn wir jetzt einen Eröffnungskurs haben, der vielleicht ein paar Pünktchen tiefer ist als der Schlusskurs am Freitag, sollte trotzdem alles, was sich oberhalb von 12.050 abspielt, erstmal weiterhin für die Aufwärtsseite durchaus interessant sein. Also selbst leichte Rücksetzer, diese sogar interessant sind, ja dann immer zum Kaufen, dazu führen können, dass wir schlussendlich dann diesen 130er-Bereich nach oben verlassen. Ich hatte am Freitag als Ziel 150, aber am Nachmittag, das war grundsätzlich ein relativ defensives Ziel, selbst das hat er am Freitag nicht geschafft. Wir haben wirklich in diesem 130er-Bereich hier oben so einen Deckel drauf. Es kann jetzt dann sein, Montag oder Dienstag, dass wir eben, wie gesagt, diese Stärke bekommen, worauf ich erstmal hier oben setzen würde, mit dem ersten kleinen Ziel 150, aber dann kann es relativ zügig in Richtung 200, 220 gehen. Das wäre in etwa hier dieser Bereich. Ja, da kommt noch so ein offenes Gap, was wir jetzt hier nicht sehen, da der CFD ja fast durchgängig läuft, aber in der Kernzeit zwischen 8 und 22 Uhr, wenn man hier den Future betrachtet, da kommt hier noch so ein Gap, was in etwa, ich glaube, so 190 bis auf 220 hochgeht. Das sind so 20, 30 Punkte Gap, die natürlich gerne mal geschlossen werden. Und das wäre der Fall, wenn wir Richtung 220 laufen. Und dann kommt, wir sehen es ja hier, in etwa der Bereich 280, 290, 280, 290, 300, der jetzt hier dann als nächstes Ziel im Raum steht, was dann eben der Widerstand hier aus dieser Zone in etwa ist, was dann hier auch diese Tiefs grundsätzlich betrachtet, ja, und dieser Bereich wäre auf der Aufwärtsseite auch noch denkbar. Das ist so diese Aufwärtsbewegung, die selbst der Abwärtsseite, wenn sie übergeordnet weiterhin Bestand hat, nicht großartig im Wege steht, denn hier sind natürlich dann immer wieder an den Widerständen auch meinerseits Gedanken, gerade im Daytrading, je nachdem wie der Markt dahin kommt, dass man natürlich dann auch weiterhin hier oben, selbst wenn die Kernseite weiterhin long ist, natürlich man auch immer mal so ein bisschen versuchen kann, die Abwärtsseite zu fassen, denn es war grundsätzlich auch in der vergangenen Handelswoche so, dass eben, ihr seht diese Lunden hier immer in den Kerzen, dass wir auch zwischendurch immer mal, wenn wir an wichtige Widerstände gelaufen sind, auch schnell mal 60, 70 Punkte auf der Abwärtsseite gepusht haben, was natürlich dann auch interessant ist für den einen oder anderen Trade. Und ähnlich würde ich es in diesem Niveau hier oben weiterhin betrachten. Wir hätten somit die Aufwärtsseite in die entsprechenden Ziele und an den wichtigen Marken, jetzt nicht sofort unbedingt dieser 150er-Bereich, der hier auch erstmal als kleines Ziel interessant ist, sondern in etwa so 200, 220 bzw. 300, das sind so zwei Bereiche, die natürlich für die Abwärtsseite dann auch interessant sind. Sollten wir jedoch relativ zügig auf der Abwärtsseite performen, sollten wir, jetzt ist mir mein Stift runtergefallen, Moment, so, da habe ich ihn wieder. Sollten wir jedoch unter 12,50 rutschen, also unter diese blaue Linie, beziehungsweise haben wir dann auch nochmal zusätzlich so als leichtes Unterstützungsniveau den 12.000er Bereich. Sollten wir unter diese Bereiche rutschen, unter 12,50 sind schon so die ersten Anzeichen, na, vielleicht will der Markt doch nicht nach oben, sondern nach unten, und unter 12.000 wird es dann fast so ein bisschen klarer, wo ich dann sagen würde, okay, dieses Aufwärts-Setup ist gegebenenfalls nicht interessant. Der US-Markt gibt vielleicht auch schon wieder gerade so ein bisschen auf der Unterseite ab. Wie gesagt, das schauen wir uns gleich an. Und dann kann es hier auch relativ zügig schnell, wir sehen das hier, vergangene Handelswoche hatten wir ja auch direkt am Anfang der Handelswoche so einen relativ starken Push mal auf der Abwärtsseite. Und das kann natürlich hier unterhalb von 12.000 auch erneut wieder relativ zügig eintreten. In Richtung der Bewegungstiefs hier in etwa 850, beziehungsweise kann es dann schnell, ich ziehe das Bild dann auch nochmal kurz zusammen, bevor wir auf den S&P schauen, kann es dann schnell in Richtung 800, beziehungsweise wir haben es in dem großen Bild, der uns gerade angeschaut, in Richtung der Jahrestiefs gehen. Ja, dafür muss der S&P bestimmte Grundvoraussetzungen zeigen. Ansonsten ist es eben im DAX so, wenn der S&P weiter aufwärts läuft, sollte eigentlich hier diese, sollten diese Long-Setups grundlegend interessant sein. Rutscht der S&P unter bestimmte Bereiche, kann es dazu führen, dass zum einen die Schwäche so weit hier läuft, dass wir in den 12.000er-Bereich laufen, beziehungsweise dann eben sogar die Abwärtsseite hier interessant wird. Wir nehmen die Pfeile nochmal raus und ich schiebe das Bild nochmal final kurz ein wenig zusammen. Ja, und dann sind hier diese Ziele dieser Tiefs, dieser Jahrestiefs unterhalb von 850, 800 und wie gesagt dann so der 750er-Bereich, der ist nicht zwingend auszuschließen für die kommende Handelswoche, wenn denn dort eben Schwäche reinkommt. Wir switchen auf den S&P über, sehen hier den S&P auf dem 4-Stunden-Chart, sehen auch, dass der Markt ähnlich wie der DAX, also mit reinem Blick auf die Wochen, auf den Wochenverlauf, lief das hier im S&P erstmal ähnlich wie im DAX. Also wir haben zwar übergeordnet weiterhin diese negative Korrelation,
Aber grundsätzlich ist jetzt der S&P auch erstmal leicht nach oben. Dann kam nochmal hier am Dienstag so ein bisschen Schwäche rein und dann kam grundsätzlich hier eben die Bewegung, die saubere Bewegung nach oben. Nur mit dem Hintergedanken, dass hier die Jahreshochs liegen. Ja, und wir diese Bewegung, die hier ähnlich aussieht erstmal wie im DAX, nicht irgendwo kurz vor den Allzeittiefs, sondern vor den Jahrestiefs liegen, sondern eben vor den Allzeithochs, beziehungsweise somit natürlich auch logischerweise vor den Jahreshochs. Und wir sehen auch hier, dass der S&P zwischendurch immer mal wieder etwas stärker die Abwärtsseite eingegangen ist. Und hier hatten wir auch teilweise im Dow Jones, habe ich dann eben dann teilweise auch mal die Abwärtsseite gehandelt und konnte da auch Geld rausziehen. Ja, also es bedeutet ja nicht immer zwingend, wenn der Markt aufwärts tendierend ist, dass man nun jeden Trade zwingend aufwärts machen sollte. Ja, trendfolgend wäre es natürlich so, aber man kann genauso auf der Abwärtsseite eben Geld verdienen. Wir legen ja hier immer täglich so ein bisschen richtungsentscheidende Bereiche fest. Und das will ich jetzt hier an dieser Stelle auch mal für den S&P tun. Wir sehen ja, dass der Markt eben grundsätzlich kurz vor diesen Allzeithochs ist. Und wir haben nach wie vor, das war für die vergangene Handelswoche schon recht interessant, beziehungsweise für das Ende der vergangenen Handelswoche, etwas kurzfristig weiterhin betrachtet, sollte dieser 2900er Bereich im S&P erstmal richtungsentscheidend sein. Solange wir da drüber bleiben, sollten die Tendenzen weiterhin aufwärts sein. Immer wieder kleinere Rücksetzer, die natürlich ganz normal auch in einem sauber laufenden Aufwärtstrade eintreten. Immer so leichte Rücksetzer und dann ist es immer wieder denkbar, dass wir eben neue Bewegungshochs ausbauen, beziehungsweise dann eben schlussendlich auch neue Allzeithochs ausbauen. Nächster Bereich ist so der Bereich 2920. Dann kommt der Bereich in etwa 2935 in etwa. Das wäre so anhand der Vergangenheit angedachte neue Zielbereiche. Es ist natürlich schwierig, Zielbereiche festzulegen, wenn der Markt dort noch nie war. Ja, aber wenn man sich so die wichtigen Widerstände und Unterstützungen in der Vergangenheit durchschnittlich anschaut, dann sind die in etwa 15 Punkte weit auseinander, also voneinander entfernt und somit kann man hier durchaus davon ausgehen, dass nach dem 2905er Bereich die 20 kommt und dann hier oben eben dieser 35er Bereich als nächster Zielbereich. Und das ist natürlich ohne Probleme denkbar, dass der Markt dieses vollzieht. Selbst wenn wir etwas weiter nach unten rutschen, wir schauen ja hier auch grundsätzlich so ein bisschen auf das Big Picture. Wenn wir in den Bereich, das ist so die 90 in etwa, der war auch in der vergangenen Woche und in der Woche zuvor nicht so unwichtig, dieser Bereich. Ja, ihr seht, dass wir da auch mal drunter waren, aber dass zum einen dieser Bereich von oben immer wieder getestet wurde, dann von unten immer wieder getestet wurde, von unten getestet wurde und schlussendlich dann der Markt hier durchging. Und es ist natürlich übergeordnet auch denkbar, dass der S&P hier so ein bisschen etwas stärker nochmal zurückläuft, um dann von hier Gas zu geben nach oben. Der Unterschied nur ist hier für den S&P, ich würde hier, wie gesagt, Short-Versuche kann man zwischendurch auch immer mal machen, muss man nicht, ja. Man kann ja auch wirklich darauf warten, dass vielleicht der Markt etwas abgibt, um dann nur zu kaufen. Nicht zwingend ein Fehler. Aber das hier, dieser Rutsch unter diesen 2900er Bereich in Richtung 90, würde schlussendlich eigentlich für den DAX, und da kommt es ja hier eigentlich auch drauf an, wenn wir eben den DAX handeln, würde dazu führen höchstwahrscheinlich, dass der DAX eben etwas stärker wieder auf der Abwärtsseite schon mal pusht, in etwa dann vielleicht in diesen 12.000er Bereich läuft. Ja, dann, wenn der S&P hier schlussendlich in diesem 2890er Bereich ist, der DAX dann vielleicht an der 12.000 hängt. Und wenn wir dann hier im S&P erneut runterlaufen, dann sollte das zum einen nicht nur für den S&P schon mal heißen, okay, jetzt ist hier erneut eventuell der 76,75er Bereich realistisch zu erreichen, sondern es kann natürlich dann auch durchaus hier zu einer etwas stärkeren Konsolidierung führen, dass wir dann vielleicht auch mal, wir haben ja hier dieses letzte Hoch, was eben schlussendlich dann vorletzte Handelswoche getestet wurde, dieser wichtige Hochbereich, ja, dass wir natürlich dann auch darunter laufen. Dieses Szenario sehe ich aktuell noch nicht als so wahrscheinlich an, aber man muss es natürlich jederzeit besprechen, weil eintreten kann ja schlussendlich alles. Die Oberseite ist erstmal weiter aktiv. Wir haben in der vergangenen Woche mehrheitlich Stärke gezeigt. Wir sind kurz vor den Allzeithochs. Also wir haben diverse Punkte, die für die Long-Seite sprechen.
Sollte aber das nicht eintreten, und man merkt das ja zum einen vom Verlauf des Marktes und man merkt es im zweiten dann auch, wenn ich eben die Long-Seite handle und die Trades halt nicht so laufen, wie man sich das vorstellt, dann könnte es eben sein, dass wir dann vielleicht die Abwärtsseite etwas, dass diese etwas mehr zum Vorteil, zu der vorteilhaften Seite wird und schlussendlich dann eben der DAX, und das ist ja das Wichtige auch für uns als DAX-Händler, der DAX dann eben gegebenenfalls dieses Abwärts-Setup aufbaut und nicht das vorher angedachte Aufwärts-Setup. Also das jetzt hier nochmal so grundlegend die Ideen zum S&P, die ich dann auch in der kommenden Handelswoche hier in den täglichen Livestreams dann grundlegend handelbare Setups umformuliere sozusagen. Wir versuchen das ja tagtäglich im DAX Long oder Short oder dann eben auch am Nachmittag in der US Opening Bell. Ich handle dort auch ein Live-Konto, also zeige auch sehr, sehr oft sogar Live-Trades, versuche die Ideen dahinter zu erklären, versuche die Einstiege zu erklären, die jeweiligen Ziele zu erklären und so weiter. Also und das hier, dieser Überblick, den ich mir hier am Wochenende mache, das ist schlussendlich dann die Grundlage für den Handel dann von Montag bis Freitag. Schauen wir weiter dann auf den Euro-US-Dollar, der mir in der vergangenen Handelswoche erstmal nicht so großartig den Gefallen getan hat, hier schlussendlich endlich mal diesen 17,30er-Bereich nach oben zu durchschreiten. Wir gehen mal auf den Tageschart, der Dow Jones, der Euro-US-Dollar, wir sehen es am Freitag, diese schwarze Kerze hier, doch etwas Druck nach unten. Ich habe zwar hier diejenigen, die am Freitag in der US-Opening-Bell dabei waren, die haben hier noch meinen offenen Euro-US-Dollar-Trade gesehen. Ich hatte am Freitag dann auch noch einen Trade im DAX offen. Den DAX-Trade musste ich schlussendlich dann Break-Even schließen, weil dann nochmal ein leichter Rücksetzer kam, bevor dann der Markt zum Handelsende wieder etwas nach oben pushte. Und wir sehen hier, dass dann doch wieder, also was heißt wieder erwarten, das kann natürlich auch, sage ich auch immer, jederzeit ein, treten. Aber ich bin schlussendlich davon ausgegangen, wenn der Markt, über die Woche haben wir hier nichts gemacht, denn ich hatte schlussendlich eigentlich darauf gewartet, dass wir hier, Moment, das sollte jetzt ein Pfeil werden, dass wir idealerweise unter 15,20, unter 15,30 laufen, um hier unten dann abwärts zu handeln. Ja? Ich habe eine ganze Zeit nichts gemacht, weil hier der Markt erneut eigentlich in so einer Seitwärtsschiebezone hängt, zwischen 15,30 und in etwa eigentlich 17,30 schlussendlich. Und mein Gedanke war, das hatte ich auch in der vergangenen Woche Analyse erklärt, wenn der Markt in diesem Bereich hier oben doch wieder reinläuft, also Stärke sozusagen hier zeigt, dann suche ich mir hier oben ein Einstiegslevel, um schlussendlich mal darauf zu setzen, was jetzt mal zum x-ten Mal nicht eingetreten ist. Wir haben hier den ersten Test, den zweiten Test eigentlich mehrmals, wir sind ja auf dem Tageschart, das dritte Mal hier den Test, das vierte Mal den Test, das fünfte Mal den Test, mehr oder weniger eigentlich das sechste Mal den Test und jetzt schlussendlich hier das siebte Mal den Test dieses 17,20, 17,30er Niveaus. Der Bereich wird natürlich immer wichtiger. Ich fühle mich hier dann schon immer wie so ein Papagei, weil ihr seht, das ist ja ein Tageschart, das ist ja natürlich in den vergangenen Wochen und Monaten schon extremst oftmals eingetreten. Und mein Gedanke war, dass eben hier oberhalb dieses Bereiches dann eben auch diverse Long Orders warten, sei es die da Stops liegen von den Abwärtsgedanken, die hier irgendwo stattgefunden haben oder Breakout-Gedanken für diejenigen, die auf der Long-Seite rein wollen. Also ich denke, dass hier in diesem Bereich eine ganze Menge Long Orders liegen und dass es schlussendlich dann auch dazu führen kann, dass der Euro-US-Dollar mal etwas mit etwas Kraft hier durchgeht und gegebenenfalls sogar relativ zügig in den Bereich 1,19 läuft. Somit habe ich es dann in der vergangenen Handelswoche hier am Freitag mit einer sehr, sehr kleinen Position, weil es am Freitag war, weil es eben auch Freitag fast am Nachmittag war, diese ich dann eben relativ, also hier unten eigentlich im Schlusskursbereich abgestoppt hatte, ja, bin dann aber hier in der Abwärtsbewegung, weil das alles nicht so rosig aussah, habe dann mein Trade-Management etwas umgedacht, da war dann so eine Schiebezone und bin dann in dieser Schiebezone mit einem sehr, sehr kleinen Verlust rausgegangen. Und nach wie vor ist dieses Setup aktiv, wenn der Markt erneut oberhalb von 16,80, 16,90 rangiert, werde ich mir erneut versuchen in irgendeiner Art und Weise ein Long-Setup mir rauszusuchen, um darauf zu setzen, dass dieser 17,30er-Bereich endlich mal nach oben durchschritten wird. Dann müssen wir schauen, der Bereich 1,16, 1,16,25, das ist dieser Schlusskursbereich. Es kann natürlich sein, es war am Freitag schon relativ doll Druck auf der Abwärtsseite. Es kann auch sein, wenn wir hier unterhalb des Schlusskurses, Wochenschlusskurses, unterhalb des Freitagsschlusskurses rangieren, dass es dann auch schlussendlich in diese Abwärtsseite nochmals übergehen kann in Richtung 15,30. Ich werde schauen, wenn sich eine Möglichkeit ergibt, werde ich versuchen, diese Abwärtsrichtung vielleicht auch zu handeln. Aber nach wie vor sollte es interessant bleiben, wenn der Markt hier drunter geht,
dass wir, und das hatte ich dann hier ja auch schon, also der Euro-US-Dollar in den letzten 2 Wochen ist jetzt nicht der Markt, der mir meine Performance aktuell bringt. Er ist zwar grundlegend, ich hatte das am Freitag mir nochmal angeschaut, also in den letzten Monaten bin ich mit meinen Trades, wenn ich nur den Euro-US-Dollar betrachte, im Profit. Aber die letzten Trades, diese kleinen Verluste, die hier zweimal aufgetreten sind, jetzt schlussendlich am Freitag nochmal ein kleiner Verlust, die führen natürlich dazu, dass ich in einer Mini-Drawdown-Phase bin. Somit bin ich zum einen defensiv, nicht nur, weil wir in einer Seitwärtsphase hängen, sondern weil der Markt mir aktuell auch nicht so wirklich zeigt, was er zu tun hat oder was er tun möchte, sagen wir es so. Somit hier unten natürlich dann die Abwärtsseite und wie gesagt hier oben die Aufwärtsseite und viel aggressiver werde ich werden, wenn der Markt mir zeigt, Schwäche kommt rein. Vielleicht habe ich hier schon eine Short-Position, die vielleicht sogar drin bleibt, wenn wir in diesen Bereich kommen. Dann würde ich mir sogar überlegen, hier unten nochmal in irgendeiner Art und Weise zu pyramidisieren mit dem Ziel, dass der Markt zum einen in den 14,30er Bereich läuft beziehungsweise sogar in Richtung 13,30 beziehungsweise 13, das sind diese Bewegungstiefs. Wenn der Markt das vollzieht, dann ist ja schon sehr, sehr weit gelaufen für die kommende Handelswoche. Also schlussendlich müssen wir mal schauen, es kann durchaus sein, da die Tagesschwankungen im Euro-US-Dollar aktuell nicht die größten sind, dass er vielleicht, wenn er wirklich schwach ist, in Richtung 14,30 läuft. Das wäre ja schon super, wenn man das in irgendeiner Art und Weise mitnimmt. Oder eben schlussendlich der Bruch nach oben. Alles, was sonst hier dazwischen so stattfindet, seid vorsichtig, beziehungsweise ich bin auch grundsätzlich hier vorsichtig. Wenn auch diese Abwärtsbewegung, die ich hier andenke, nicht so wirklich funktioniert, dann bin ich weiterhin in diesem Bereich hier erstmal 15,30 bis 16,80 in etwa, 16,90, dann bin ich hier erstmal vorsichtig. Weil wir hatten in der Vergangenheit hier schon so eine ewige Seitwärtszone, die sich hier oben dann sogar noch so ein bisschen zusammengezogen hat. Dann hatten wir hier unten wieder dieses Hin und Her. Wir haben jetzt schlussendlich wieder dieses Hin und Her. Und man kann in diesen Phasen, wenn man etwas, zumindest mit einem Hauch trendfolgenden Charakter handelt, dann ist es extrem schwer, in solchen Phasen Geld zu verdienen. Und es wird in Phasen Geld verdient, wo der Markt stark sauber läuft, wo der Markt stark sauber läuft und wir sind eben abwärts tendierend übergeordnet, wir kommen von der Oberseite, somit ist nach wie vor eigentlich hier der Fokus mehr auf der Abwärtsseite, aber wenn der Markt eben nicht nach unten läuft, sondern nach oben, dann müssen wir natürlich genauso im Kopf umswitchen können und eben gegebenenfalls auf die Aufwärtsseite blicken und das habe ich jetzt hier erstmal von den Kerngedanken für die kommende Handelswoche euch gezeigt, wie ich persönlich denken würde. Vielleicht denkt der ein oder andere anders, also schreibt das gerne auch in die Kommentare unter dem Video. Ich würde mich da freuen, wenn wir vielleicht auch so ein paar andere Blickwinkel sehen, die wir dann vielleicht auch in den täglichen Analysen auswerten können. Also tut euch da keinen Zwang an. Ich würde mich da freuen, wenn ihr das schlussendlich tut. Schauen wir aufs Gold, abschließend aufs Gold. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen keinen einzigen Trade im Gold gemacht. Grundsätzlich war es ja auch hier so, dass wir eben schon zwischendurch immer mal so ein bisschen Trendbewegungen hatten. Ich glaube, der letzte Goldtrade war, wo der Markt, jetzt muss ich selbst kurz überlegen, also ich hatte auf jeden Fall hier einen Abwärtstrade und ich glaube, ich hatte im Euro, im Gold hier nochmal so einen Versuch auf der Abwärtsseite. Hier konnte ich gutes Geld verdienen und hier einen kleinen Verlust. In der ganzen Phase hatte ich zwar des Öfteren immer mal wieder eine Idee, ich hatte auch hier die Idee zu shorten. Ich hatte, ihr seht das hier, diese kleine Trendlinie eingezeichnet. Schlussendlich kam es hier nicht zu meinem Setup. Er brach zwar kurz unter diese Trendlinie aus, ging aber so schnell wieder zurück, dass es hier nicht zu einem Trade kam. Und schlussendlich sehen wir ja, dass der Goldpreis aktuell, nachdem er eben hier diesen Bruch nach unten vollzogen hat, in Richtung 11,30 auf der 11,60 auf der Unterseite pushte, dann auch relativ zügig wieder zurückkam, dass wir nach dieser Bewegung mehr oder weniger jetzt hier auch ja seitwärts tendierend sind. Wir sind ein paar Stunden hoch, wir sind ein paar Stunden runter. Jetzt kam mal kurz dieser kurze Versuch hier über diese Hochs zu gehen, was schlussendlich nicht funktioniert hat und am Freitag dann ebenfalls im Gold etwas Druck nach unten und ihr seht ja diese Trendlinie, an dieser sind wir jetzt wieder dran. Ich achte zwar nicht so extremst gravierend auf Trendlinien, aber diese Trendlinie führt jetzt natürlich hier gleichzeitig mit dem Schlusskurs vom Freitag, gleichzeitig mit der eh schon dort liegenden Unterstützung im Bereich 11,94. Das ist natürlich jetzt irgendwo so ein wichtiger Bereich. Und diese rote Linie, die hier mitten in der Mitte drin liegt, ja, die sollte für die kommende Woche so ein bisschen dieser richtungsentscheidende Bereich sein. Also grundlegend ist dieser Bereich hier um die Marke in etwa 12.200. Ja. Alles, was da drunter stattfindet, könnte dazu führen, dass wir eben diese Abwärtsseite weiter vollziehen.
Sprich, selbst wenn wir hier so leichte Erholungen sehen, dann könnte man es schon auf der Abwärtsseite mal versuchen, mit dem Gedanken, dass der Markt, wenn er hier so ein bisschen hochläuft, hier dann eben diesen wichtigen Bereich, der sich durch Schlusskurs, eh schon Unterstützung, durch die Trendlinie zeigt, dass wir hier vielleicht mit so ein bisschen Schmackes durchgehen, diese Vorwochentiefs nach unten durchschreiten, die Vorvorwochentiefs nach unten durchschreiten und dass hier Gold eventuell etwas Schwäche zeigt, etwas Druck aufbaut in Richtung 1180, 1181. Das wäre schon durchaus denkbar. Allerdings bin ich nach wie vor nicht der Meinung, dass, also ich persönlich nicht, ich möchte nicht so aggressiv handeln. Also ich werde es, wenn es ein Setup zulässt, in dieser Art und Weise einen Trade versuchen. Wenn ich hier nicht reinkomme, dann schaue ich schon auch nochmal, ob ich hier vielleicht in diesem Bereich knapp unter 94 einen Short-Versuch wagen kann, ob sich da was ergibt mit einem gesunden Chance-Risiko-Verhältnis. Wenn es allerdings nicht so ist, ich werde nicht aggressiv handeln, nicht irgendwelche aggressiven Ausbrüche, wo ich eben auch keine guten Chance-Risiko-Verhältnisse bekomme und so weiter. Also das wird nicht passieren und es wird auch nicht passieren, dass ich oberhalb von 1200 hier handle. Dann schaue ich mir das erstmal an, wie geht der Markt mit diesem wichtigen Bereich, der hier auch schon ein Weilchen drin liegt, wie geht der Markt mit dem 1205er Bereich um, laufen wir hier drüber, zeigt der Markt Stärke und dann kann man hier oben immer noch versuchen, das werden wir uns dann in den täglichen Analysen anschauen, ob man es mal versucht, hier vielleicht long zu handeln. Aber wir haben im Gold grundsätzlich hier ja auch, wir kamen aus einer Seitwärtsphase und sind in die nächste Seitwärtsphase gerutscht. Wir hatten hier so eine Seitwärtsschiebezone, sind dann mal nach unten ausgebrochen, sind dann aber in die nächste Seitwärtszone gerutscht. Also wirklich unschöne Marktphasen. Ja, da kann man nicht, also von meiner Herangehensweise kann man in diesen Phasen nicht so viel Geld verdienen. Es ist schwierig, weil der Markt immer so schnell wieder zurückkommt, dass man eben ausgestoppt wird. Also man müsste dann schon mit Take-Profits arbeiten, kleinere Chance-Risiko-Verhältnisse. Das ist nicht mein Trading-Stil. Und wir sind nach wie vor, wenn wir hier rüberlaufen, ja, über den 1205er-Bereich, sind wir ja nach wie vor in dieser Seitwärtsschiebezone drin, die natürlich in dieser Art und Weise auch weiter vollzogen werden kann. Also wenn man den Markt gut bekommt in der Nähe von 1205, dann kann man es natürlich mal versuchen, dass wir in Richtung der oberen Grenze dieser hier vorher abgearbeiteten Seitwärtszone eben handeln. Weil das hat er eben des Öfteren ja auch getan. Also der ist ja öfter hier auf der Aufwärtsseite genau von unten nach oben gelaufen. Genau das, auf das kann man jetzt hier natürlich dann auch mal setzen, mal versuchen zu setzen. Natürlich kann man auch versuchen, in so Seitwärtszonen, da gibt es natürlich auch Strategien für, die Aufwärtsseite zu handeln, die Abwärtsseite zu handeln, die Aufwärtsseite zu handeln. Ja, das kann man natürlich versuchen, aber es ist nervenaufreibend, es ist schwierig, und von daher ist es nicht unbedingt die Situation, in die ich mich versetzen möchte. Ja? Aber grundsätzlich ist es hier unten etwas klarer auf der Abwärtsseite. Ja? Das würde ich auch bevorzugen. Und alles, was hier drüber so stattfindet, ist eigentlich nicht mehr der Bereich, in dem ich erstmal aktiv sein möchte. Wir schauen nächste Woche immer mal wieder aufs Gold drauf. Wenn ihr Fragen habt, dann sprecht mich auch gerne in den Livestreams drauf an. Wir können das auseinanderpflücken, wir können uns die Situationen anschauen. Oder eben, ja, fragt unter dem Video hier mit, wenn ihr Fragen zum Gold habt. Es kursiert ja aktuell auch hier, habe ich dann schon immer hin und wieder gesehen in irgendwelchen YouTube-Videos oder auch in Artikeln. Ja, große Kaufchancen im Gold. Wir haben jetzt hier mit dem 60er-Bereich die Bewegungstiefs gesehen und wir kriegen hier Stärke rein. Ich persönlich wäre mit diesem Gedanken erstmal etwas vorsichtig. Wir sind, wenn ihr das euch charttechnisch anschaut und wenn man charttechnisch Märkte analysiert, wir sind sehr, sehr klar abwärts tendierend. Wir hatten zwar hier unten so eine Art Sell-Off-Bewegung, ja, das sah man daran, dass es extrem schnell nach unten ging und extrem schnell wieder nach oben ging mit teilweise hohem Volumen und das dann auch noch in so einer Spätabend-Nacht-Situation passierte. Aber schlussendlich sind wir natürlich jetzt hier erstmal schon wieder ein paar Dollar hochgekommen, aber zu dieser Abwärtsbewegung ist diese Erholung und immer wieder der Druck auf der Abwärtsseite, ja, der ist ja immer wieder da, dann kommt wieder so ein paar Tage aufwärts und zack geht's wieder runter, ja. Wir haben schon die Abwärtsseite immer noch drin, somit möchte ich persönlich nach wie vor lieber an die Abwärtsseite denken und auch versuchen, die Abwärtsseite zu handeln. Und wir werden immer noch, wenn sich der Markt zum Ende des Jahres vielleicht doch so ein bisschen erholt und dann hier über diese 1200 geht, dann entsprechend in diese Bereiche hier läuft und dann vielleicht hier mal so eine Sequenz steigender Hochs und steigender Tiefs ausbaut, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, dann auf irgendeine Art und Weise hier in diesen Bereichen dann auch mal die Long-Seite zu handeln. Ja, also da werden wir schon noch
gewisse Möglichkeiten bekommen. Aktuell sehe ich das nicht so und ich persönlich bin ja auch der Meinung, man sollte eben nicht versuchen, hier immer auf irgendeine Art und Weise die tiefsten Tiefs der Tiefe zu erreichen oder zu bekommen für Käufe, sondern wenn, dann sollte der Markt einem das auch so ein bisschen zeigen, wenn man hier gerade im Swing-Trading-Bereich so ein bisschen unterwegs sein will. Und aktuell sehe ich persönlich nach wie vor eher so ein bisschen die Tendenz auf der Abwärtsseite. Das soll jetzt von meiner Seite für die kommende Handelswoche gewesen sein. Hier mit dem Beschau des Big Pictures in den Märkten DAX, S&P, Euro und Gold. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt, wenn ihr, wie gesagt, fleißig kommentiert, wenn ihr natürlich den YouTube-Kanal von JFT Brokers abonniert. Das würde uns alle freuen. Klickt auch diese kleine Glocke, dann werdet ihr jedes Mal, wenn ich mit einem Livestream starte, wenn der Chris mit seinem Livestream startet, wenn wir Videos hochladen, werdet ihr direkt benachrichtigt, wenn ein neues Video von uns hochgeladen wurde. Also ihr seid quasi mit die Ersten, die es sehen können oder im Livestream mit dabei sein könnt. Also tut euch da keinen Zwang an. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ich wünsche euch Good Trades und Mega Trading für die kommende Handelswoche und dann hören wir uns natürlich regelmäßig in den täglichen Livestreams. Bis dahin, euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.